Willkommen zu einem neuen Let's Play. Nicht nur von mir, sondern auch von... Lieben Marc von Together Alone, willkommen! Guten Tag! Guten Tag! So. Was mache ich überhaupt? Ja, gut, eine gute Frage. Wir spielen eine Pokémon Feuerrot Soul-Link Challenge und ich drücke schon mal auf A, damit nicht nochmal das Intro durchläuft. Jo. Regeln stehen in der Videobeschreibung und ich weiß, wie die Knopfbelegung geht. Sollen wir es vorlesen? Ja, das jetzt schon. Das ja. Okay. Mit dem Pikachu. Ja. Wer liest vor? Ich lese vor. Wir sagen ganz kurz noch, alles in der Videobeschreibung, Regeln und so, alles in der Videobeschreibung und ich sag... Der Partner. Ja, der Partner, Regeln und so. Und ich spreche alle weiblichen, du alle männlichen. So, dann haben wir alles geklärt. Genau, passt auch zu unseren Geschlechtern. Eigentlich andersherum. Nein. Die Welt, in die du jetzt gelangst, wird dir ein Abenteuer bescheren, in dem du der Held bist. Nein! Doch! Oh. Rede mit den Leuten und überprüfe Dinge, wo immer du bist, in Städten, auf Straßen oder in Höhlen. Sammle überall Informationen. Neue Wege werden sich auftun, indem du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Manchmal wirst du von anderen herausgefordert und von wilden Geschöpfen angegriffen. Diese nennt man auch Pokémon. Das, was da vorne draufsteht. Sei tapfer und lass dich nicht beirren. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist unser Hauptziel. Drücke den A-Knopf, um das Abenteuer zu beginnen. Und los geht's! Let's go! Ich muss so sprechen. Hallo! Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Kann man den Text nicht auch irgendwie schneller ablaufen lassen oder so? Nee, leider nicht. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Und da sagten die Leute die vierte Genesis langsam. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Bei mir war es übrigens ein Rizeros. Bei mir ein Natu. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Hey, das passt sogar, Rizeros, das erste Pokémon, das designt wurde. Ja. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Ja. Da ich die männlichen Charaktere vorlese, nehme ich natürlich das Mädchen. Ja, und dann weil ich die weibliche vorlese, nehme ich natürlich den Junge. Wie lautet dein Name? Ich nenne mich, so wie mittlerweile überall, wenn ich den weiblichen Charakter nehme, nämlich Suzume. Ja, und ich nenne mich wie immer, wie ich auch Real Life heißt, Mark. Noch alle Mengen. Ja, genau, ich nenne mich Mack. Genau. So, ready. Genau. Er sagt auch genau. Mein Name ist also Suzume bzw. Mark. Ja. Nö. Dies ist mein Enkel. Oh doch, wenn du den A-Knopf gedrückt hältst, also wenn du zur nächsten Textbox klickst und dann gedrückt hältst, dann geht's schneller. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war doch gleich sein Name? Neuer Schum. Name. Shroom. Shroom passt. Habt ihr eure Soul-Link eigentlich beendet? Nö. Kann ich ja auch gleich drüber sagen. Oh, das passt ja genau. Shroom. Mhm. War es Shroom? Jo, Shroomisch. Shroom, stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Oh ja, da gibt's auch so tolle Bilder, wo dann jemand den Rivalen Penis nennt. Ja, es lag mir auf der Zunge. Suzume, eine unglaubliche Reise und Mark, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet euch. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Ui. Fällt nur nichts auf dich drauf und der Traum ist ganz schnell vorbei. Ja. Und okay, erstmal den Trank holen. Ja, bin ich auch sofort hingelaufen. Ja, ich kann ja in der zweiten Folge über die Soul-Link Miner mit Schum reden. Weil das gehört jetzt nicht in den ersten Part rein. Okay. Start. Krank. Optionen. Texttempo 3, Kampfstil Folge, Ton Stereo, Motiv. Ton Stereo, Rahmen. Oh, ich nehme meinen Lieblingsrahmen. Ich nehme 7. Och Mann, es gibt nicht meinen Lieblingsrahmen. Ja, es gibt doch nur irgendwie. Ja. Und? Trainerpass nachschauen. Welche Nummer haben wir?
Ja. 3, Amen. 2, 3, 9, 4. Wo steht hier? Alter, also, Mark. 0, 2, 5, 6, 9. Du hast eine 0 am Anfang, du bist voll gut. Was? Okay, Treppe runter. Okay. Oder es vorlesen. Warte mal, ich bin gleich da, ich bin noch nicht die Treppe runter. Ah ja, wir speeden nicht. Ja, zumindest nicht in der Aufnahme. Richtig, irgendwann gehen alle Kinder fort, um ein Was? Abenteuer zu erleben. Was? Bei mir steht, genau, jedes Mädchen träumt vom Reisen, das sieht man im Fernsehen. Oh ja, Professor Eich von nebenan hat nach dir gesucht. What the fuck? Professor Eich von nebenan hat nach dir gesucht, okay, wahrscheinlich nach dir gefragt. Wahrscheinlich, weil du weiblich männlich bin, okay, das wüsste ich jetzt nicht. Okay. Okay. Reden wir mit jeder Person. Gehen wir mal ins Haus vom Rivalen. Jo. Sarah. Hallo, Mark. Schon wartet in Opas Labor. Na, gehen wir mal zum Labor. Jo. Ah, warte, hier ist noch ein kleines Mädchen links. Ist das richtig? Oh, Senior. Drücke Start, um das Menü aufzurufen. Ach, echt? Hier ist der fette Mann, die kannst du ja reden. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Das ist Markenden. Ja, genau. Okay, nur zur Information, Leute, das hab nicht ich erfunden, das kommt von ihm selber. Okay, hier die Professor. Der linke Forscher. Linke. Ich bin Professor Eichs Assistent. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Dann die Frau. Professor Eich ist eine Kapazität auf dem Gebiet der Pokémon oder Pokémon-Trainer. Genießt er ein sehr hohes Ansehen. Übrigens, das machen wir jetzt nur hier in der ersten Stadt. Ja, sonst lesen wir nur noch Story vor. Ja, sonst wäre langweilig. Und der rechte Forscher. Der sagt ja genau das Gleiche. Lol. Dann lese ich es noch nicht vor. Ja, dann blau. Hallo, Shroom. Hallo Susanne, Opa ist gerade nicht da. Oh, die Stimme ist schön. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Würde ich sagen. Ja. Also wenn wir kein Pokémon kriegen, dann laufen wir einfach von zu Hause weg, weil wir unzufrieden sind. Oh. Oh nein! Warte, geh nicht raus! Der Sportler. Draußen ist es gefährlich, wilde Pokémon leben im hohen Gras. Kann es sein, dass er wieder eine andere Stimme hat? Ja, Stimmenbruch. Das bin so typisch ich. Ja, aber auf eigene so. Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Ah, oh, nee. Gar kein Bock mehr. Der läuft. Also so richtig breitbeinig. So, wieso geht er jetzt vor und wir kommen danach erst? Ja, Opa, ich will nicht länger warten. Ich hab mir so Schuhe geputzt. Schum, lass mich nachdenken. Ah, richtig. Jetzt sollte ich ja zu mir kommen. Wartet einen Moment, Genius. Hier ist Susube. Dort liegen drei Pokémon. Und natürlich auch eins für Mark. What the fuck? Aha! Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Ich habe aber nur noch drei Pokémon auf Level 5 übrig. Alle anderen haben mich verlassen. Weil ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Ubi, ganz kurz. Mein Controller ist gerade ausgegangen. Ich habe doch gesagt, ich habe einen scheiß Bug. Ich krieg den jetzt nicht mal an. So, erste Folge wird nicht geschnitten, habe ich gehört. Ja, das bleibt alles drin. Mann, ey! So, jetzt ist es an. Leute. Jetzt so ist es an. So, wo bist du jetzt? Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur noch drei Pokémon übrig. So, scheiße, jetzt aus. Was ist das für ein scheiß Controller? Ich habe ihn nur ein halbes, noch weniger als ein halbes Jahr. Also, ich benutze den Switch-Controller. Ja, ich benutze einen scheiß Xbox-Controller. Ja, siehst du, Qualitätsunterschied. Ich bin jetzt halt Opa und was ist mit mir? Wahrscheinlich bin ich jetzt weiter als du. Aber ich gebe dir eines ab, wähle. Jetzt komme ich erst. Ja, jetzt bin ich bei. Halt, Opa. Und was ist mit mir? Habe ein wenig Geduld, Shroom. Auch du sollst eines bekommen. Ein Shroomisch. So. Mitte zuerst. Ja. Mitte zuerst, okay. Lame. Ja, bei mir auch. Trasler. Mach Hollo. Okay, du hast schon mal nur zwei Pokémon zur Auswahl. Okay, das dann rechte. Ich hab das recht jetzt genommen. Ich habe auch nur zwei Pokémon zur Auswahl. Links habe ich Abra. Rechts Voltilam. Warte, hast du Change Impossible Evos gemacht? Ja. Gut. Ich habe einfach zwei Pokémon, die sich betauscht am Ende entwickeln. Voltilam? Wow. Wow, mein rechtes Pokémon. Wow, mein linkes Pokémon. Raupi. Also, das,
Wow. Also ich müsste das prinzipiell schon nehmen, eigentlich, weil wir Feuerrot spielen, aber Glumanda ist dann doch zu lame. Ja, ich nehme mal Hollow. Ja, du hast meinen Starter meinen letzten Zolling mit Schuhen genommen. Jawohl. So, Spitznamen auch. Ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein Pokémon sein wollt. Könnt ja, vielleicht noch mit einem präferierten Typen ja. Oder präferiertes Pokémon. Ja, klar. Und deswegen ja. Aber solange, wenn wir keinen Namen haben, kann, wie gesagt, ich für Schuhen und Schuhen für mich. Also, Tobi. Du hast Voltilam. Ja, Voltilam männlich. Hikari. Männliches Macholo. Hulk. Hulk. Der Hulk. In Caps, okay. Ja, natürlich in Caps. Wir sind noch in der dritten Gen. Okay. Ich nehme dieses hier. Ein Abra. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig geschrieben habe. Wenn nicht, dann sorry. Einfach so, wie man es spricht. Ja, hab ich auch geschrieben. Oh, er hat Rasler genommen. Er hat Abra genommen. Aber warte mal. Warte, er hat ein Simsal am Ende. Das passt sogar. Nein, keine randomized Pokémon haben die. Ach, du hast nicht Carrie Star. Hast du doch gesagt. Auch gesagt, ich soll bei Trainern nichts machen. Warte, Susanne, lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Der hat jetzt einen. In der Mitte war Glumanda immer, oder? Weiß ich nicht. Bei mir war Glumanda rechts. Okay, er hat dieser Sache. Shiggy. Das heißt, ich habe im Prinzip Shiggy genommen. Shiggy hat er bei mir. Ich habe anscheinend. Ich habe das Mittlere. Also ich habe Glumanda genommen, Leute, ihr Noobs. In Mitte Shiggy. Oh, mit Pimmels Willen, aufdringlich wie immer. Susume und Mark, dies ist euer erster Pokémon-Kampf, nicht wahr? Nö. Ja. Ein Pokémon-Kampf findet statt, wenn Trainer mit ihren Pokémon gegeneinander kämpfen. Ich kann mein Controller. Es gelingt, die Pokémon des anderen Trainers zu besiegen, indem er ihre KP auf Null bringt, gewinnt. Aber darüber zu reden hilft nicht. Du musst selbst deine Erfahrungen machen. Kämpfe und lerne. Okay, ich habe Fußkick und Silberblick Tackle gegen einen Lisasam. Tackle und Heuler. Ich muss, glaube ich, erstmal Silberblick machen. Wow, Heuler. Guten Schlag. Oh, wer ist lästig. Erstmal okay. Heuler, er hat Heuler gemacht und ich habe Silberblick gemacht. Leute, wenn wir jetzt verlieren würden, dann zählt das noch nicht. Die Nuzlocke beginnt erst, wenn wir Pokébälle haben. Ja, es dauert noch. Das Senken der Statuswerte des Gegners verschafft dir einen Vorteil. Hey. Fußkick, go! Ich verliere das einfach höchstwahrscheinlich, weil ich nur einen Fußkick gegen das Bisasam habe. Ich nur einen Tackle. Dem Gegner Schaden zuzufügen ist der Schlüssel zum Sieg. Ja, Mann! Sein Tackle ist daneben gegangen. Ich hab einen Crit! Ich kann's gewinnen! Wow. Ja, ich schaff's! Er hat die wir Paare! Wir sind also dabei. Er hat die Paare, ja, wir auch. Aber er hat's dreimal vorher gewonnen und er hat mich erstmal gekrittet. Mhm. Er kriegt die Statik von mir. Maximal Kapitel. Der Kampf ist nicht gewinnbar für mich. Ich gehe jetzt down. Ich habe einen Crit gemacht. So Leute, jetzt wisst ihr alle, wer hier der Beste ist. Wow, ich habe auch einen Crit gemacht gerade. Nee, dann sieht die Sache wieder anders aus. Ich benutze meinen Trank. Wir haben Trank. Es ist wichtig, dass du deine Pokémon genau kennst. Dies ist eine Liste deiner Pokémon. Anhand der Liste kannst du die Fähigkeiten und Attacken deiner Pokémon überprüfen. Hier wählst du auch ein Pokémon aus, wenn du ihm ein Item geben möchtest. So, Hulk wird geheilt. Forsch, was war Forsch im Wesen? Behalte die KP deiner Pokémon im Auge. Sinken die KP auf 0, ist dein Pokémon besiegt. Was macht Forsch? Ich habe keine Ahnung. Ja, kann ich ja so lange nachgucken, solange du kennst. Ist es nicht sogar ein neutrales Wesen? Ja, würde ich ja auch sagen. Ihr hört jetzt kurz bei mir keinen Sound. Schau doch nach der Aufnahme nach. Nö, bin zu faul. Forsch. Ja, ich hab gewonnen! Herzlichen Glückwunsch. Spezial hat ja ein Plus und ein Minus. Wow. Okay. Und dann mein Controller schon wieder ausgegangen. Ich kaufe mir bald echt einen neuen Controller. So weiter geht es. Regt mich schon bei meinen Paper Mario Displays auf. Grandios! Bei einem Sieg erhältst du ein Preisgeld und deine Pokémon werden stärker. Ich habe gerade gelesen, bei einem Sieg erhältst du ein Pokémon und sein Preisgeld wird stärker. Kämpfe gegen andere Trainer und stärke so deine Pokémon. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Susume, Mark und Opa, wir sehen uns später. Peace. Peace and out.
Pisal. Okay, dann gehen wir hoch. Sind wir geheilt? Ja, sind wir. Okay, ich gucke aber trotzdem mal in mein Wesen nach. Hart, nee, sacht. Was ist sacht? Ich befürchte, das ist Angriff minus. Sacht ist... Ich habe ja jetzt die Liste offen. Nein, kein Angriff minus. Spezialangriff plus, aber du ändern. Sacht. Ich habe auf jeden Fall ein schlechtes Gefühl. Oder es ist ein neutrales Wesen, das kann ja auch sein. Sanft, kautzig, hier. Spezialverhandlung plus, Spezialangriff minus. Das ist nice. Ja, du hast Luck. So, Route 1. Mein erstes Pokémon ist Marill. Kannst es aber nicht fangen. Ja, wow, ich hätte gerne Marill. Okay, leider noch kein Feentyp, aber trotzdem, Marill ist cool. Ja, und es ist schlecht dadurch. Trotzdem. Ich habe jetzt noch einen Trank bekommen von dem Typen da. Trotzdem Bellydrum. Okay. Ich habe potenziell... Oh nein. Ein Weberack. Okay, Marill, Weberack. Marill übrigens. Schreibt mal in die Kommentare, Marill oder Marill? Wow, ich habe einfach die Person zweimal angesprochen, nicht Genius. Ja, jetzt lesen wir einfach keine... Einfach so Personen vor, weil... Wow, wir sind... Noch ein Weberack. Gut für dich aus. Weil hier nur zwei Pokémon gibt's. Wenn jetzt ja nicht das nächste Pokémon kein Tarnheel ist, dann Kiki. Okay, ich bin dann jetzt in Vertania City. Wow. Auf dem Weg in Vertania City. Strike. Ich würde erst erforschen, wenn wir die Turbo-Treter haben. Ja. Oder? Ja. Also die Turbo-Treter kriegen wir erst nach der ersten Arena. Sag mir ja. Ich weiß. Wir müssen sowieso für den achten Ort wieder herkommen. Ja, und für ihr Counter. Ja. Also, sag mir Bescheid, wenn du im Markt bist. Ich bin bei Marill immer noch. Wow. Boah, ich kämpfe dagegen, ich will leveln. Ich mach so lange ein bisschen Musik. Dieses Marill hat mich schon zum zweiten Mal gekrittet. So, jetzt darf kein Pokémon kommen. Warte, das ist die gleiche. Ich merke jetzt, dass im Markt ist die gleiche Musik wie im Center. Lol. Wow. Da war die fünfte Gym schlecht. Da gibt's hier. Ja. Gibt's nicht. Boah, nicht. Ne. Scheiße, ich hab nur noch 3 HP. Und ich hab Pummel auf Regen. Boah, wow, einfach 2 entwickelte Pokémon. Stimmt, bin ja entwickelt. Okay, ich muss. Okay, ich hab 6 KP, weil ich ja Level abgekriegt habe. Ich setz lieber einen Trank ein. Er setzt Gesang ein. Nein. Gib auf. Und mein Controller ist schon wieder ausgegangen. Das wird jetzt nicht. Ich schicke dir meinen alten PC-Controller. Ja, danke. Adresse schicke ich dir gleich. Aber ich will das Geld. Ja, schicke ich dir dann zurück. Zwinker Smiley. Oh, ich muss mich kurz heilen. Na, na. Na, 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 na. Ja, Leute. Habt ihr ein Gesprächsthema? Schreibt mal in den Kommentaren, was wir jetzt genau jetzt reden sollen. Warte mal, hier ist eine Arena? Spoiler, mein Controller ist schon wieder ausgegangen. Seriously? Was ist das? Jetzt Spiel ab dem nächsten Part einfach mit der Tastatur. Ja, das mache ich auch wirklich. Jetzt hat sich die Steuerung umgestellt. Wow. So, jetzt hat sie sich wieder. Bei mir gibt es auf meinem Controller 3 Funktionen. Okay, ich bin jetzt im Markt drin. Hey, kommst du aus Alabastia? Jö. Professor Eich schickt dich, oder? Ich hab sein Gras. Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Mein Controller geht auch nicht aus. Eispaket. Ich hab gerade Eispaket. Zurück. Ja. Was für Eispaket? Eispaket. Ich hab Eis verstanden. So, das Paket können wir noch kurz abliefern und dann würde ich sagen, ist der Part dann auch schon vorbei. Auf meine Tastatur. Wenn mich das echt aufregt. Einfach aus Prinzip über jeden Zaun hüpfen, auch wenn es gar nicht nötig ist, theoretisch. Jo. Ich finde das Video mir auch funktioniert. Kann in diesem ersten Stück Gras nach Alabaster überhaupt ein Pokémon kommen? Ja.
Ich habe das noch nie erlebt. Ich schon. Okay, okay, ich weiß jetzt einen Trick, wie ich meinen Controller nicht mehr ausgeht. Ich halte meine Batterie fest. Da hinten ist so eine Batterie dran, ich spiele halt ohne Kabel. Okay. Also, ich stehe jetzt vor euch. Ja, ich auch. Hallo Susume, wie geht es den Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Der hat schon wieder eine andere Stimme. Eich, was los? Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Hier hast du dein Gras. Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich lange. Ja, Spezial-Pokéball. Vielen Dank. Opa! Das ist so die perfekte Stimme für Schum. Warum hast du mich herbestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch, vor allem wie er da einfach kurz eine andere Musik war. Mhm. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er ist leer, obwohl ich mal Trainer war. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Susume, Shroom und Mark, diese beiden sind für euch. Wir müssen uns einteilen. Mhm. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen. Benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Und damit ist die Challenge angefangen. Und das bedeutet... Ist die Challenge angefangen. Ja. Boah, sie hat begonnen. Warte, gibt's überhaupt ein Wort mit ist, dann ist die Challenge gestartet. Ja. Taucht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Wirf einfach einen Pokéball und versuche es. Doch du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell, außer es heißt Carpador. Man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Susume, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Und die von Mark ist recht nicht. Genau, ich leihe mir eine Schwester von meiner Karte. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Das müssen wir und auch noch machen. Ihr macht keine geben. Die Karte, die hole ich mir jetzt noch schnell. Ja, ich meine, hier, seine Schwester steht auf mich. Es ist ein richtig hart Lesbaction und so. Ja. Musst du vorlesen. Ja, stimmt. Opa hat dich um Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Und warum habe ich jetzt auch eine andere Stimme? Hier, das wird dir weiterhelfen. Mark hält eine Karte aus Susanne auch. Susanne? Als ob ich jetzt Susanne gesagt habe. Du hast Susanne gesagt. Als ob ich es gesagt habe. So, also ich stehe jetzt ein Feld über dem Briefkasten. Ja, ich und bin noch drin. In der Mitte vom Weg. Ich bin noch drinne, bei meinem Controller kurz aus. Ja, ich stelle mich dann auch dahinter. Ne, nicht dahinter, sondern auf der Höhe halt. Also eine Höhe weiter als auf der Briefkasten. Weg. Mitten auf dem Weg, genau. Okay, gut. Stehe ich. Und ich schaue nach unten. Schau nach oben. Haha. Also Leute, das war der erste Part. Nächstes Mal geht's dann direkt mit der Challenge weiter. Wenn ein Pokémon stirbt, dann ist es weg. Ja, im Regel stehen wie... Regel steht in den Kommentaren nicht. In der Videobeschreibung. Wie Tobi. Und bei Tobi bin ich halt in der Videobeschreibung, hoffe ich mal. Vielleicht. Das muss ich mir noch überlegen. Ja. Also Leute. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich krieg Abos. Ciao.